Herzlich willkommen zu Russenpeitsche TV. Wir sind nicht politisch. Wir sind nicht parteiisch. Aber wir sind schonungslos. Warum? Sag es. Weil wir dem Bürger unser Ohr leihen. Exakt. Hier herrscht absolute Meinungsfreiheit. Warum? Entschuldigung. Pandemie, Krieg und jetzt eine drohende Inflation. Vor 2 Jahren hatten wir unsere letzte normale Woche und niemand von uns wusste das. Oh ja. Stellen Sie sich mal vor, Frau Müller, vor 2 Jahren hätten Sie den Leuten schon erzählt, dass ein Comedian zusammen mit 2 Boxern gegen eine Übermacht kämpfen würde. Unvorstellbar. Ah, Herr Müller, vor 2 Jahren war Trump Präsident, da war noch alles vorstellbar. Daneben vor 20 Jahren. Da war Arnie Governor. Get to the chopper! Daneben in den 80ern. Da war der Schauspieler Ronald Reagan Präsident. Ah ja. Wir interviewen den kleinen Mann. Wassiljew, Türsteher aus Stuttgart. Was sagt er wohl dazu? Herr Wassiljew, was sagen Sie zu dem Krieg? Naja, also ich denke, Leute allgemein denken nicht viel über diese Sache nach, weil Leute in Deutschland denken, Hauptsache bei uns kein Krieg. Weil verstehen Sie, Leute hier haben eigene Probleme. Brot wird teuer, Öl wird teurer. Ich wollte mir neulich sogar ein bisschen Blut spenden, um nebenbei zusätzliches Taschengeld zu verdienen. Und warum haben Sie kein Blut gespendet? Naja, zu viele dumme Fragen. Wessen Blut ist das? Wo kommt das her? Warum ist das in einem Eimer? Aha. Und welchen Beitrag leisten Sie sonst noch in dem Ganzen? Naja, also manchmal gehe ich nach draußen, suche mir 1-2 Leute aus und schlag den in die Fresse. Einfach damit die Leute da draußen wissen, ja, da drüben im Osten, da herrscht Krieg, aber hier in Deutschland ist das auch nicht sicher. Ich möchte einfach zeigen, Gefahren sind überall. Aha. Herr Wassiljew, im Chinesischen setzt sich das Wort Krise zusammen aus Gefahr und Chance. Sehen Sie in all dem Ganzen auch eine Chance für sich zu wachsen? Naja, also ich habe gehört, dass Leute mit ukrainischer Staatsbürgerschaft in Deutschland studieren können, ohne Abitur. Ich habe kein Abitur und ukrainische Staatsbürgerschaft kaufe ich bei meinem Freund Sascha. Und dann werde ich Arzt. Und dann kann ich endlich Menschen heilen, nachdem ich ihnen in die Fresse geschlagen habe. Wassiljew, meine Damen und Herren. Herr Müller, ist Ihnen eigentlich klar, dass dieselben Menschen, die die Pandemie bekämpft haben, nun auch dafür zuständig sind, einen weiteren Weltkrieg zu verhindern? Na, die Deutschen mögen keine Gewalt. Aber sie schicken doch Panzer in die Ukraine. Ja, aber ohne Munition. Herr Müller, Sie nehmen Ihren Job nicht wirklich ernst, oder? Es geht. Warum machen Sie ihn dann? Damit ich mir Psychotherapie leisten kann. Warum gehen Sie zum Therapeuten? Um diesen Job hier durchzustehen. Apropos Psychotherapie. Wir schalten nun rüber zu unserer Kollegin Professor Dr. Kloschkolosch. Hallo, guten Tag. Wie definieren Sie Krieg? Ah, Krieg, das ist eine Folge von Staatsversagen, ja. Manche Menschen drohen lieber mit Atomwaffen, anstatt einfach in Therapie zu gehen. Die Menschheit dreht durch. Sie hamstert wieder. Kein Mehl mehr, kein Öl mehr. Klopapier war auch lange aus. Was haben die Menschen nur mit diesem Klopapier? Das mit Klopapier, das ist so ein deutsches Ding, ja. Also, der Deutsche ist eigentlich in Sachen Sauberkeit und Ordnung sehr penibel. In Psychologie nennen wir das analer Charakter. Analer Charakter? Für uns Psychologen ist dabei besonders die Sprache ausschlaggebend. Ich bin im Arsch. Das ganze Ding hier ist am Arsch. Es geht mir am Arsch vorbei. Ich bin im Arsch. Du bist eine Arschgeige, okay. Du bist ein Arschloch, Scheißdreck. Okay, Doktor. Ich lebe am Arsch der Welt, hier ist alles beschissen. Dr. Kloschkolosch. Ja, bitte?
Kommen wir noch mal zum Krieg. Würden Sie sagen, dass in Deutschland alle gegen den Krieg sind? Ah, no, ich denke, sicherlich sind ein paar dafür. Besonders die, die nicht hin müssen. Und wie lautet Ihre Prognose zu dem Ganzen? Anno, ich denke, es wird bald ein sehr interessantes neues Call of Duty rauskommen. Ich meinte jetzt Ihre Prognose in Bezug auf Putin. Naja, ich denke mal so, wenn Putin so weitermacht, ja, dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis er den Friedensnobelpreis bekommt. Zumindest hat Obama ihn so bekommen. Professor, Doktor, Doktor, Doktor Kloschkolosch, meine Damen und Herren. Besteht eine Spaltung zwischen russischsprachigen Völkern? Glaub schon, oder? Das war jetzt eher eine rhetorische Frage, Herr Miller. Das heißt? Dass Sie nicht darauf antworten sollen? Wieso fragen Sie denn? Ja, das ist doch der Sinn einer rhetorischen Frage. Geil. Wir schalten nun rüber zu unserem Korrespondenten Fridolin Kesbeckle. Hallo. Ich bin hier zu Gast bei Svetlana Fjodorowna und sie ist Büroassistentin und sie hat einen ganz, ganz, ganz engen Draht zu den Russen. Svetlana, du kommst ja eigentlich aus Russland, ne? Aus Kasachstan. Also bist du ja Kasachin. Na, ich bin von Geburt an Deutsche. Also bist du als Deutsche von Kasachstan nach Deutschland gekommen? Nein, aus Ukraine. Ich bin dort aufgewachsen. Also ist deine Muttersprache ja eigentlich ukrainisch? Russisch. Svetlana, würdest du sagen, dass die Russen in ihrer Mentalität den Europäern Jahrzehnte hinterher sind? Ah, nur da. Ich habe zum Beispiel heute aus dem Fenster geguckt, um zu schauen, wie das Wetter ist. Denn nur ich habe aus dem Fenster geguckt, obwohl hier mein Handy liegt. Wie im Mittelalter. Oh! Svetlana, was für eine Meinung hast du eigentlich zu Putin? Nur keine. Du hast keine Meinung zu Putin? Nur, weißt du, deutsche Junge, ich habe versucht, mir Meinung zu bilden, aber es gibt nur westliche Literatur über ihn. Das ist doch alles Propaganda. Auch diese ganzen russischen Journalisten, die versucht haben, über ihn zu schreiben, die sind einfach alle verschwunden. Ich weiß auch nicht, vielleicht haben sie es sich anders überlegt. Deutsche Junge, manche von ihnen haben sich auch andere Jobs gesucht, ja? Ich habe auch versucht, sie zu erreichen telefonisch, aber ich kam einfach nicht durch. Ich glaube, vielleicht ein Arbeitslager in Sibirien ist einfach Empfang zu schlecht, weißt du? Nur, aber eine Frage auch an dich, deutsche Junge. Wie kann man sich eine fundierte Meinung über jemanden bilden, über den es gar keine kritische Literatur gibt? Ich glaube, hiermit gehen wir damit zurück ins Studio. Fridolin Kesbeckle, meine Damen und Herren. So viel zur Meinungsfreiheit in Russland. In Russland nennt man das nicht unbedingt Meinungsfreiheit, sondern eher Kontrollverlust. Die Inflation kommt. Was will man machen? Nee, ernsthaft, was kann man eigentlich gegen die Inflation machen? Keine Ahnung. Einfach die Preise nicht erhöhen. Herr Miller, warum arbeiten Sie hier eigentlich? Das habe ich mich auch schon gefragt. Wenn Frauen denselben Job machen wie Männer und das für weniger Gehalt, warum heuern die Firmen überhaupt noch Männer an? Die Menschheit spielt verrückt. Alle hamstern sie. Alle haben sie Angst vor der Inflation. Als Kind hatte ich immer Angst vor der Dunkelheit. Mittlerweile habe ich Angst vor dem Licht. Wegen der Stromrechnung. Letzte Warnung. Entschuldigung. Wir schalten nun rüber zu unserem Kollegen Professor Dr. Malinki Pesionchik. Ja, hallo. Ich befinde mich hier in der Wohnung von Peter Fjodorow.
Здорово. Herr Fjodorov, wie ich sehe, haben Sie hier einen sehr großen Haufen Klopapier gehamstert. Na da, die Deutschen hamstern immer alles weg. Ich muss schneller sein. Herr Fjodorov, was denken Sie, warum wird hier in Deutschland bei kleinster Katastrophe so aggressiv Klopapier gehamstert? Ah, no, ich weiß nicht. Vielleicht gibt es hier einfach zu viele große Arschlöcher. Ach ja, Fjodorov, wie ich sehe, hamstern Sie auch sehr viel, auch Shampoo. Da, es gibt einfach kein Bratöl mehr. Was hat Bratöl mit Shampoo zu tun? Nur das hier steht 7 in 1. Eines von diesen verdammten 7 muss doch Bratöl sein. Ich denke, die Wahrscheinlichkeit, dass das stimmt, liegt wahrscheinlich bei 1 zu 7. Willst du? Ja, sehr gerne. Wie hoch ist der Reinheitsgrad? Das ist Roggenmehl. Das ist Dinkelmehl. Das kleine hier ist Weizenmehl. Ach so, das ist alles nur Mehl. Na, sehr teures Zeug. Was haben Sie hier? Was ist das? Meine Fürze. Sie hamstern Ihre Fürze in Flaschen? Jetzt denkst du so, aber wenn die uns im Winter Gas abdrehen, ja? Dann komm mir bloß nicht an und frag nach meinen Fürzen. Herr Fjodorov, haben Sie irgendwelche Tipps für die Zuschauer zu Hause in Bezug auf die kommende Inflation? Ja. Wenn dir einer Drogen anbietet, dann sag Danke, weil Drogen sind teuer. Herr Fjodorov, welche Tipps haben Sie für die sparsamen Menschen zu Hause? Du musst zweimal wischen, um zu begreifen, dass du dreimal wischen musst. Aber du musst dreimal wischen, um zu verstehen, dass du nur zweimal gebraucht hast. Professor Dr. Malinky Pisunczyk, meine Damen und Herren. Die Menschheit ist das RTL-Fernsehen des Universums. Wie meinen Sie? Naja, Meinungsfreiheit mag ja ein hohes Gut sein, aber sie auszuhalten ist manchmal wirklich anstrengend. Immer noch besser als in Russland, Frau Miller. Herr Miller, meinen Sie, der KGB spioniert uns beide aus? Mich nicht. Warum? Ich benutze meine Handykamera, um mich zu rasieren. Aber Sie haben ja sicherlich auch einen Spiegel, oder? Ja, aber der hängt zu hoch. Ich komme da mit meinem Arsch nicht ran. Herr Miller, Ihnen ist schon bewusst, dass Sie gerade im Fernsehen sind, oder? Ich habe schreckliche Gewissensbisse. Ich glaube eher, dass Sie nachts wirklich tief und fest schlafen können mit Ihren Gewissensbissen. Genauso wie Gott im Zweiten Weltkrieg. Wow! 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 Apropos Gott. Hier ist er. Nur für Sie. Live und in Farbe. Höchstpersönlich. Gott! Jo, hey, was geht? Hey. Gott, gib uns eine Antwort. Gib uns deinen Rat. Rat? Wofür? Inflation? Krieg? Es herrscht ständig Krieg. Jemen, Irak, Syrien, Afghanistan, Libyen. Aber sobald Weiße in die Kamera heulen, drehen plötzlich alle durch. Wow. Nicht cool. Was ist eigentlich mit Afghanistan? Ihr habt lange nicht mehr darüber berichtet. Was ist eigentlich mit Jesus? Kommt er irgendwann wieder? Weiß nicht. Glaub nicht. Ihm hört doch sowieso keiner zu. Hey, aber ich muss auch sagen, seine Argumente waren wirklich nicht überzeugend. Ja, das stimmt. Andernfalls hätte er es wahrscheinlich nicht für nötig gesehen, noch übers Wasser laufen zu müssen.
Das ist ja noch dieses Ding. Gott ist auch Jesus. Ja, das verstehe ich sowieso nicht ganz. Also Gott hat sich selbst gezeugt, um sich seinem Vater, also sich selbst, zu opfern, sodass wir Menschen vor ihm sicher sind. Und? Warst du stoned? Bisschen, aber ich wollte was ausprobieren. Wenn du eigentlich keinen Bock mehr auf diesen Job hast, warum gibt es dich dann noch? Gott ist die Einsamkeit der Menschen. Lieber Gott, ich hoffe wirklich, dass du eine Lösung findest gegen deine Einsamkeit. Ich gucke dann meine Lieblingsserie. Da kommen mir alle Charaktere wie meine Freunde vor. Ja, hilft das denn langfristig? Das Ding hat 12 Staffeln. Das war Gott, meine Damen und Herren. Und Gott, ich würde dir empfehlen, dir ein paar Freunde zuzulegen, weil du brauchst wirklich dringend ein paar Social Skills. Na, Monopoly spielt sich schneller, wenn man keine Freunde hat. Das war es schon mit der ersten Sendung Russenpeitsche TV. Haben wir noch ein Abschlusswort? Irgendwas Optimistisches? Irgendwas, worauf das Publikum bauen kann? Noch 2 globale Krisen und dann ist Weihnachten. Yes! Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war es mit der ersten Sendung Russenpeitsche TV mit Herr Miller und Frau Miller. Bis zum nächsten Mal. Thank you.